Nach dem wilden Start der aktuellen Konsolengeneration dank wahnsinniger Scalper-Preise durch Lieferengpässe dürften die meisten von euch endlich ihre Hardware ergattert haben. Viele Meinungen sind zufrieden oder regelrecht begeistert und zeigen sich zuversichtlich, was die kommenden Spielejahre angeht. Ich finde es gut, dass es beide Konsolen gibt, denn so profitieren wir alle davon. Aber selbstverständlich gibt's auch die andere Seite, die skeptisch oder sogar enttäuscht ist. Festplattenspeicher aller Konsolen ist grenzwertig klein für Vielspieler und der ganze Exklusivmist nervt. Jeder sollte die Möglichkeit haben, ein Spiel auf seiner Wahlplattform zu spielen, was leider am meisten durch Nintendo und Sony blockiert wird. Kann man gerne anderer Meinung sein, hat aber dann nichts mehr mit Kundenzufriedenheit oder gar Interesse der Gamer zu tun. Jetzt stellt sich aber unterm Strich die Frage, welche der Plattformen die aktuelle Konsolengeneration dominiert. Xbox oder PlayStation? Fazit? Keine Ahnung, man kriegt ja kaum einen. Wenn man schaut, ist es schon zu spät. Beide haben ihre Pros und Cons, aber PlayStation hat definitiv die Nase vorn. Was bisher schon an Exklusivtiteln erschienen ist, ist phänomenal. Xbox King, Hardware, Game Pass, Bethesda. Natürlich die PS5. Die Konkurrenz hat zwar bessere Hardware und für Casuals ein großes Angebot, dank Game Pass. Neuerscheinungen oder einen Sinn hinter der Konsole fehlen jedoch. Sony punktet jedoch mit innovativen Ideen, optimierten Spielen und Spiele-Neuerscheinungen. Dass die PS5 immer noch nicht ausreichend hergestellt wird, ist sowas von lächerlich. Ich könnte sie mir selber noch nicht holen, weil ich es nicht einsehe, 200 bis 300 Euro mehr zu zahlen. Aber ich habe jetzt ein paar Mal beim Kollegen gespielt und absolut top. Die Grafik ist einfach nur wow und das Spielerlebnis ein ganz anderes. Ich habe die Xbox Series X und die PS5 ausprobiert. Die Xbox seit 2 Jahren und die PS5 seit 1,5 Jahren. Beide Konsolen sind hervorragend, doch beide haben auch ihre Mängel. Die Xbox hat immer noch keine Exklusivtitel. Als PC-Spieler, was ich ebenfalls bin, macht es wenig Sinn, eine Xbox anzuschaffen. Außer man ist ein Sammler wie ich. Die Xbox ist aber technisch besser als PS5 meiner Meinung nach. Die Grafik ist besser, der Controller ist stabiler und die Xbox viel leiser. Die PS5 wiederum hat mehr Kaufgründe. Zum einen wegen den ganzen exklusiven Titeln. Und zum anderen kann die PS5 individualisiert werden mit verschiedenen Seitenplatten. Aber zum Schluss muss man sagen, dass es sich lohnt, eine der beiden Konsolen zu kaufen, falls man eine bekommt. Wenn man keine PS5 ergattern kann, ist die Xbox eine gute Alternative. Ich habe seit Release eine PS5 mit Disc, besitze alle Revisionen und ich bin sehr zufrieden. Die aktuelle Revision ist super, flüsterleise, energiesparender und 600 Gramm leichter als die erste Revision. Sony PlayStation steht klar über der Xbox Series. Xbox Series X, ganz klar im Vorteil. Das bisschen mehr Power ist zwar nicht so bemerkbar oder erst später, aber durch den Game Pass braucht man sich nicht mehr viele Spiele kaufen. Finde, die Xbox ist besser als die PS5. Wer die Konsolengeneration tatsächlich gewonnen hat, können wir natürlich erst hinterher sagen, wenn alle Zahlen auf dem Tisch liegen und keine Asse mehr aus Ärmeln gezogen werden können. Aktuell scheint die Grundstimmung eurer Kommentare eher die PS5 als stärkere Plattform zu sehen. Kann die Xbox da wohl noch dran vorbeiziehen? Lassen wir die kommenden Spielejahre auf uns zukommen. Was ist euer Zwischenfazit der aktuellen Konsolengeneration? Seid ihr zufrieden oder eher weniger? Und welche Plattform spielt ihr lieber? Schreibt's uns in die YouTube-Kommentare.